Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. In der letzten Woche habe ich ein Video hochgeladen, in dem ich über eucharistische Wunder gesprochen habe, was das eigentlich ist und wofür wir sie überhaupt brauchen, wenn die Eucharistie an sich ja schon ein Wunder ist, nicht nur ein, sondern das Wunder schlechthin. Und ich habe versucht, das ausgehend von der Eucharistielehre, der katholischen Eucharistielehre, so ein bisschen zu verdeutlichen. Und jetzt, wo ich das gerade aufnehme, haben wir das Apostelfest des heiligen Thomas. Und da passt das, finde ich, eigentlich ideal dazu, heute nochmal über eucharistische Wunder nachzudenken. Denn ihm fiel es auch sehr schwer, etwas Unglaubliches zu glauben, etwas im Glauben anzunehmen, und zwar die Auferstehung. Und der Herr ist ihm entgegengekommen, indem er ihm nicht nur sich nicht ihm nochmal gezeigt hat, so wie er das eben in der Woche zuvor bei den anderen Aposteln tat, als Thomas nicht dabei war, sondern indem er auch zu ihm sagte: Komm her, sieh meine Hände, sieh meine Füße, sieh die Male an meinen Händen und Füßen, sieh meine Seite. Und dass er ihn sogar dazu einlud, das zu berühren, es wirklich zu greifen. Also so sehr liebt uns der Herr, dass er uns entgegenkommt, unseren Zweifeln entgegenkommt. Und wenn wir es genau wissen wollen, mit ganz viel Geduld an die Sache herangeht. Und deshalb lässt er zu, dass auch eben manchmal ein eucharistisches Wunder geschieht. Ich hatte sie gefragt am Ende dieses Videos oder zwischendurch, ob sie Interesse daran hätten, dass ich ihnen ein paar meiner Lieblingswunder, wenn man das überhaupt so sagen kann, denn eigentlich sind alle Wunder total überwältigend, aber dass ich ihnen so, ja, drei Wunder oder so mal vorstelle, damit sie auch einfach eine Vorstellung davon haben, was da genau passiert ist. Darauf haben sie sehr positiv reagiert und gesagt, ja, gerne, ich würde gerne mehr über eucharistische Wunder erfahren. Deshalb gibt es heute drei meiner besonders beeindruckenden Wunder. Diese drei Wunder sind jetzt nicht nach dem Kriterium ausgewählt worden, dass es drei ganz unterschiedliche sind, beispielsweise, oder besonders repräsentative oder irgendwie chronologisch besonders geordnete Wunder, sondern ich habe mir überlegt, gerade diese Wunder herzunehmen, die vielleicht auch so ein bisschen wissenschaftlich untersucht worden sind, besonders gut untersucht worden sind. Es sind aber jetzt trotzdem auch unterschiedliche Wunder, also auch aus unterschiedlichen Zeiten. Und da gibt es unterschiedliche Dinge, die ich Ihnen einfach auch erklären oder zeigen kann. Es geht hier um das älteste Wunder, tatsächlich das älteste und am besten untersuchte eucharistische Wunder oder eines der bestuntersuchten eucharistischen Wunder. Die neueren sind auch ziemlich gut dokumentiert mittlerweile. Das genaue Jahr des Wunders geht aus den Quellen nicht hervor. Man nimmt an, dass es sich zugetragen haben soll zwischen 730 und 750 nach Christus. Also schon sehr weit zurückliegend. Worum geht es da? Es gab einen Mönchspriester des Basiliusordens und der zweifelte an der Realpräsenz der Eucharistie. Also das ist sehr oft so, wie gesagt, der Herr kommt einem entgegen in Zweifelssituationen. Und hier ist es jetzt eben ein Mönchspriester, der eines Tages die Messe halten wollte. Der hatte eben schon seit geraumer Zeit ein Problem. Er hielt also eines Tages die Messe in St. Longinus Lanciano. Und als er dann wieder von seinen Zweifeln befallen wurde, geschah dann eben dieses heftige Wunder. Die Hostie verwandelte sich in ein Stück blutendes Fleisch und der Wein in frisches Blut. Dieses Blut begann zu gerinnen, wie das Blut nun mal an sich hat, und es bildeten sich fünf unterschiedliche große Klumpen in dem Blut. Und später hat man dann die Fünfzahl natürlich auch versucht irgendwie zu interpretieren, warum ist es ausgerechnet so geschehen. Man hat es dann auf die fünf Wunden Christi bezogen, also Hände, Füße und Seite, Seitenwunde. Und dieser Mönchspriester, der war total, ja,
hat voller Freudentränen dann ausgerufen, so die Quellen, o glückliche Zeugen, vor denen der gesegnete Gott, um meinen Unglauben zunichte zu machen, sich zu offenbaren wünschte, um es für unser aller Augen sichtbar zu machen. Kommt, Brüder, preist den Herrn, der uns so nah ist, seht das Fleisch und Blut unseres geliebten Herrn, Jesus Christus. Wir sehen an der Geschichte also, dass diese Person, dieser Zweifler wirklich im Glauben gestärkt worden ist. Ihm ist ein neuer Glaube geschenkt worden. Und dieses Ereignis hat sich natürlich rasant verbreitet. Die anwesenden Gläubigen haben es ja mit eigenen Augen gesehen und das ist dann immer dann geht es immer ganz schnell. Man hat es überall weitererzählt und dann begann auch schon ein Pilgerstrom nach Lanciano. Der ursprüngliche Patron der Kirche, St. Longinus, ist auch total gar nicht zufällig, dass es ausgerechnet in dieser Kirche geschehen ist. Warum? Es handelt sich der Überlieferung nach um den Soldaten, der Jesus mit der Lanze in die Seite gestochen haben soll. Also, dass Gott sich also diese Kirche ausgesucht hat, um das Wunder zu wirken, hat eine große Aussagekraft, sagen wir es mal so. Die Mönche haben dann schon eine erste Untersuchung versucht, haben die Klumpen gewogen und sich da gewundert, denn man hat festgestellt, ein Klumpen wog genauso viel wie alle 5 Klumpen zusammen, was ja eigentlich keinen Sinn ergibt. Also von den physikalischen Gesetzen her würde das ja anders sein. Also dann würde ja ein Klumpen ein Fünftel von allen 5 Klumpen zusammenwiegen. Jedenfalls sind diese Reliquien dann in ein Reliquiar gekommen aus Elfenbein. 1713 ist dann das Elfenbein-Reliquiar ersetzt worden durch ein Ostensorium aus Gold und Silber. Als dann 1902 der Hochaltar neu gestaltet worden ist, hat man dann das Reliquiar dorthin überführt und da kann man es bis heute auch verehren. Also ist viel gewandert innerhalb des Ortes und die Kirche hat auch viel durchgemacht, aber letztendlich kann man eben jetzt dieses Reliquiar sehen und man kann davor beten. Die Quellenlage ist insgesamt spärlich. Und das Problem ist vor allem, dass es keine zeitgenössischen Aussagen gibt, die das Ganze belegen. Erst spätere Zeugnisse gibt es eben dazu. Und doch hat man dann eben zum Beispiel im 15., 16. Jahrhundert nochmal diese Untersuchung durchgeführt, dass man die Klumpen gewogen hat. Weil man sich natürlich dachte, was geben die Quellen denn daher? Und dann hat man aber festgestellt, also man hat das wiederholt und dann festgestellt, das stimmt. Also es war wieder so, dass ein Klumpen genauso viel wog wie alle 5 Klumpen zusammen. Und nun zu den Untersuchungen, zu den wissenschaftlichen Untersuchungen im 20. Jahrhundert. Und zwar haben der Erzbischof von Lanciano und der Minister der Kloster der Ordensprovinz von, also der Abruzzen, Pater Bruno Luciani, den Krankenhausleiter von Arezzo, Edoardo Linoli, der ein Anatomieprofessor ist, der auch Histologe ist und auch Professor der Chemie und klinischen Mikroskopie, dazu beauftragt, die Reliquien des Wunders umfassend zu untersuchen, mit den damaligen neuesten wissenschaftlichen Methoden. Er hat dann dieses Ostensorium geöffnet, er hat das Fleisch untersucht, er hat dann eben zuerst die Monstranz, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Es war ja so bei diesem Wunder von Lanciano, dass die Hostie zu einem Stück blutenden Fleisch wurde und das Blut Christi sich dann eben zu frischem Blut gewandelt hat, wirklich, und dann diese 5 Klumpen. Und dieser Dr. Linoli hat dann also zuerst die Hostie untersucht und festgestellt, das Fleisch ist hart wie Holz geworden. Es gab weißliche Partikel. Er trennte dann ein Stück vom Rand des Fleischs zur Untersuchung im Labor. Er entnahm dann eine Probe von 318 Milligramm der Klumpenblutmischung. Also er hat erstmal Proben von beidem entnommen. Und die ganzen Untersuchungen haben sich dann erstmal hingezogen und die Ergebnisse dieser Untersuchungen hat man dann veröffentlicht am 4. März 1971. Folgende Ergebnisse sind dabei zusammengetragen worden.
Erstens, bei dem Fleisch handelt es sich um Herzmuskelgewebe. Das habe ich Ihnen auch schon gesagt, das ist immer so bei eucharistischen Wundern, dass die Fleischproben eigentlich immer aus dem Herzmuskel kommen. Also nochmal, bei dem Fleisch handelt es sich um Herzmuskelgewebe. Das erkennt man an den typischen Fasern, also es hat eine bestimmte Struktur. Er sah, also Dr. Linoli sah zudem dickwandige Arterien und dünnwandige Venen. Dass er sowas in dieser Probe erkennen konnte, ist schon beachtlich, dafür, dass sie so alt ist. Er erkannte in der gestreiften Muskulatur zudem Fettgewebe, in das auf für Herzgewebe charakteristische Weise Fasern eindrangen. Er sah auch einen Zweig des Vagusnervs, der das Herz versorgt, und auch die linke Herzkammer. Insgesamt ist der Ausschnitt, den man erkennen kann, einmalig. Man kann die elementaren Bestandteile eines Herzens auf einen Blick erkennen. Die Bewertung als Herzmuskelstück wird auch von einem anderen Professor bestätigt, der dann das Ganze natürlich quer gelesen, wollte ich schon sagen, also der natürlich auch dann nochmal die Untersuchungen wiederholt hat. So wie es sich auch gehört bei einer seriösen wissenschaftlichen Untersuchung. Und zwar Professor Ruggero Bertelli. Dann interessant, es sind Stärkereste vorhanden, was darauf hinweist, dass das Fleischgewebe zuvor eine Hostie war. Die weißen Partikel sind wahrscheinlich die Stärkereste, die nachgewiesen werden konnten. Es zeigt uns also wirklich, dass da nicht etwas einfach ersetzt worden ist, dass man schnell die Hostie durch ein Stück Fleisch ersetzt hat, sondern dass das eben vorher wirklich eine Hostie war, die sich dann gewandelt hat. Ansonsten sind Mineralien nachgewiesen worden. Ich zitiere: Chloride, Phosphor, Magnesium, Potassium, Natrium und Calcium. Zu der Blutklumpenmischung. Das Blut ist wirklich Blut und keine Flüssigkeit, die einfach aussieht wie Blut. Also es ist untersucht worden. Dr. Linoli hat eine Probe in Kochsalzlösung gelöst und in Alkohol fixiert, bevor er sie in Paraffin einschloss. Er konnte Hämoglobin nachweisen. Es ist also wirklich Blut. Mithilfe der bis heute gängigen Methoden stellte er fest, dass es außerdem menschliches Blut ist. Es handelt sich um menschliches Fleisch und Blut, wobei der Mensch Blutgruppe AB besitzt. Das ist auch allen eucharistischen Wundern gemeinsam oder gemein, dass es eben jemand ist, der die Blutgruppe AB besitzt, so wie die meisten Juden. Zu der damaligen Zeit gab es noch keine DNA-Technologie, wie wir sie heute haben. Es wäre nämlich mal interessant, auch hier DNA-Proben zu entnehmen und das Ganze einfach mal genetisch zu untersuchen. Und vielleicht auch noch zu vergleichen mit anderen. Also das erstmal, dass man alle eucharistischen Wunder miteinander vergleicht und auch die DNA miteinander vergleicht und auch mit anderen Reliquien untersucht, wie zum Beispiel dem Grabtuch von Turin, wo eben auch Blut und vor allem wo auch DNA geborgen werden konnte. Aber erstmal soweit. Also AB, das ist die vorrangige Blutgruppe nicht nur von den Juden, sondern von allen Mischvölkern oder Völkern, die eine Völkerwanderung hinter sich haben. Das betrifft viele Völker des Mittleren Ostens, unter anderem die Juden. Die Untersuchung des Proteins im Blut beweist, dass es frisches Blut ist. Ich erinnere daran, das Wunder hat sich zugetragen im 8. Jahrhundert nach Christus. Und das Blut ist immer noch frisch, als wäre es gerade entnommen worden. So die Gestalt des Proteins. Linoli sagt, es ist ein Wunder, dass die in einem Blut von so hohem Alter gesammelten Proteine eine elektrophoresische Spur liefern, die ein Profil präsentiert, das frischem Serum eigen ist und die ein prozentuales Verhältnis der verschiedenen Fragmente aufweist, das den normalen Werten der normalen seroproteinischen Formel entspricht. Seroproteinisch. Interessant. Also vielleicht als Nebenbemerkung, wenn wir Blut vergießen, wenn wir eine Wunde haben und dann
oder ja, wenn wir uns verletzt haben und dann Blut fließt, verändert sich die Konsistenz und die Zusammensetzung der Proteine, sodass wir dann nach 20 bis 30 Minuten nicht mehr dasselbe frische Blut haben wie in unseren Adern, also das Blut, das wir vergossen haben durch die Wunde. Das heißt, nach 20 bis 30 Minuten verändert sich eigentlich die Gestalt. Und das Blut eines Toten beispielsweise besitzt längst nicht mehr die Zusammensetzung der Proteine, der Mineralien und anderen Stoffe, wie sie auch nach über 1000 Jahren eben bei dem Blut von Lanciano vorliegen. Dieses bezeugt nämlich eher das Blut, frische Blut eines Lebenden. Also als hätte man ihm dieser Person gerade eben frisch Blut entnommen. Es wurde dann auch gesagt, eine der Ergebnisse ist auch, die Reliquien enthalten keine Konservierungsstoffe. Auch wichtig zu wissen. Und Fleisch und Blut kommen vom selben Menschen mit derselben Blutgruppe. 1973 schloss sich dann noch eine weitere Untersuchung an, diesmal beauftragt vom Weltforschungsrat der Gesundheit. Und die Ergebnisse Linolis wurden dort überprüft. Und über 500 Experimente wurden dann in den folgenden 15 Monaten vorgenommen. Und man hat dann bestätigt, was Linoli auch also hergeleitet hat oder was er eben zutage gefördert hat an Ergebnissen und hat noch zusätzlich gesagt, das Gewebe ist nicht mumifiziert. Es ist lebendes Gewebe, das klinisch reagiert. Lebendes Gewebe. Das ist schon etwas Verrücktes. Als zweites wollte ich eigentlich über das Wunder von Liegnitz sprechen, habe jetzt aber festgestellt, dass ich ein anderes polnisches eucharistisches Wunder, das auch in jüngerer Zeit geschehen ist, noch ausführlicher auch hier dokumentiert habe in meinen Unterlagen. Und deshalb werde ich über das andere sprechen, und zwar über Sokolka. Und das Wunder, von dem ich sprechen möchte, ereignete sich am 12. Oktober 2008. Der Priester der Gemeinde damals hat wie jeden Sonntag einfach die Messe gefeiert. Er war damals noch ein junger Kaplan. Es geht um Philipp Zdrodowski. Bei der Kommunionausteilung half ihm dann Pater Jacek Ingielewicz und dabei fiel ihm eine Hostie auf den Boden. Klassischer Beginn eines eucharistischen Wunders. Ich habe es Ihnen ja auch schon mal gesagt, dass das öfter so vorkommt, dass man eben dann die Hostie in Wasser auflösen muss, weil sie verdreckt ist, weil sie auf den Boden gefallen ist. Eine Frau hatte es auf jeden Fall bemerkt und wies dann darauf hin. Die verdreckte Hostie wurde in ein Wassergefäß gelegt und in einen Tresor gestellt, wo auch teure Messkelche und sowas aufbewahrt wurden. Und zu diesem Tresor hatte nur die Küsterin, eine Ordensschwester, und der Pfarrer einen Schlüssel. Nur diese zwei Personen. Das war das erste Mal, dass die Küsterin auch so eine Situation erlebt. Es kommt nicht vor, dass nicht jeden Tag vor, dass eine Hostie auf den Boden fällt und dass man dann dementsprechend handeln muss. Und deshalb war sie so ein bisschen nicht paranoid, aber sie war da sehr, dass sie immer wieder nachgeschaut hat, hat die Hostie sich jetzt aufgelöst, damit ich das dann abgießen kann. Und schaute deshalb eben, wie gesagt, jeden Tag in den Tresor. Und dann am 19. Oktober, das heißt eine Woche später, hat sie dann so wie jeden Tag zuvor auch den Tresor geöffnet, um nachzuschauen und bemerkte einen starken Brotgeruch. Hat sich schon gewundert. Und weil sie annahm, dass das eben von der ganz aufgelösten Hostie komme, holte sie dann das Vasculum heraus und stellte dann aber fest, die Hostie hatte sich eben nicht aufgelöst, sondern sie hatte sich in ein Stück blutendes Fleisch verwandelt. Und dieses Stück blutendes Fleisch war etwa 1,5 Zentimeter lang. Das brachte die Ordensschwester natürlich ganz aus dem Konzept und sie hat es dann den Geistlichen gezeigt. Der herbeigerufene Pfarrer erschrak natürlich auch darüber. Interessant war, das Wasser hatte sich nicht verfärbt. Also das Fleisch, die Hostie hat sich zu Fleisch verwandelt, aber das Wasser war nicht blutig geworden.
Und das fiel natürlich auf, es bestand Klärungsbedarf, ob es sich überhaupt dann um Fleisch handelt hier oder ob die Verfärbung der Hostie andere Gründe hatte. Es könnte ja sein, dass sich ein Pilz entwickelt hat oder so. Manche Pilze nehmen oder sorgen dafür, dass etwas, das eben befallen wird, eine rötliche Färbung annimmt. Das konnte also natürlich auch sein, also musste man das Ganze erstmal prüfen. Und so wurde dann erstmal der Erzbischof angesprochen, also der wurde darüber informiert. Und dieser kam dann einige Tage später persönlich nach Sokolka, um zu schauen, was hat es damit auf sich. Und zunächst wurde eben dieses Gefäß in der Zwischenzeit ins Pfarrhaus gebracht, um im dortigen Tabernakel in der Hauskapelle aufbewahrt zu werden. Dann sollte das Fleischgewebe mit einem kleinen Löffel auf ein Korporale gelegt werden und dies in ein Ziborium gelegt werden, das im Tabernakel aufbewahrt werden sollte. Man verfuhr so und das Fleisch trocknete aus, also es klebt seither an diesem Korporale fest. Man kann auch erkennen, ich blende Ihnen jetzt mal ein Bild ein, dass sich aus dem Blut des Gewebes, dieses Fleischgewebes, ein kleines Kreuz gebildet hat. So wurde das Ganze dann also ein Jahr beobachtet. Man hat eine Untersuchungskommission beauftragt. Es sind zwei angesehene Wissenschaftler der Medizinischen Universität Bialystok beauftragt worden. Die haben sich das genau angeschaut. Und zwar Professor Dr. Maria Elżbieta Sobaniec-Lotowska, Doppelname, und Professor Dr. Stanislaw Sulkowski. Die Untersuchung wurde streng geheim gehalten und die zwei Experten wiesen damals 30 Jahre Erfahrung in diesem Bereich auf, und zwar in welchem Bereich? Histopathologie, und waren insgesamt auch wirklich sehr angesehen in ihrem Forschungsgebiet, also international bekannt. Sie waren tätig und also ganz auf der Höhe der Zeit, was auch Methoden anbelangt. Die zwei waren auch Leiter des Instituts für medizinische und allgemeine Pathomorphologie in Bialystok. Auch bei diesem Wunder ist es interessanterweise so, dass nicht die gesamte Hostie sich zu Fleisch gewandelt hat, sondern es gibt noch Stellen, die Hostie geblieben sind. Zuerst dachten die Experten, dass es ein Blutgerinnsel sei. Und interessant ist, dass beide auch getrennt voneinander das Wunder untersucht haben. Das ist nämlich auch wichtig, ne, dass man dann eben nicht sagen kann, die haben sich da irgendwie abgesprochen oder so, gar nicht. Und das macht natürlich die Ergebnisse auch nochmal stichhaltiger. Nochmal zu der Sache, dass eben ein Stück Hostie geblieben ist, was uns eben zeigt, diesen Wandelprozess. Ne, von Hostie, der Wandel der Akzidenz, die Transsubstantiation, also die eucharistische Wandlung, sondern diese zusätzliche Wandlung, die bei eucharistischen Wundern noch geschieht, um als wenn es wirklich so aus diese Aussage transportiert, dass es wirklich eine Wandlung von Brot, Hostie, zu Fleisch. Und hier hat nicht irgendwie jemand einfach schnell eine Hostie ausgetauscht durch ein Stück Fleisch. Bei der Untersuchung beanspruchte man die neueste Technik und Methodik. Es kamen modernste Transmissionselektronenmikroskope zum Einsatz. Man hat also wirklich die neueste Technik hier auch wirklich verwendet, mit denen man die Probe schichtweise durchleuchten konnte. Beide Experten kamen zum selben Ergebnis. Und zwar, es handelt sich um Herzmuskelgewebe eines Menschen, der zuvor unter Todesqualen gelitten haben muss, bis hin zum Herzstillstand. Und sie unterstrichen, dass in der Probe der betreffenden Hostie zahlreiche biomorphologische Indikatoren vorlägen, die typisch sind für Herzmuskelgewebe. Beispielsweise das Phänomen der Segmentierung, die Schäden am Herzmuskelgewebe in dem Bereich, in dem sich die sogenannten Gap Junctions, also typische Strukturen des Herzmuskels, befinden, sowie das Phänomen der Fragmentation. Diese Schäden sind zahlreiche kleine Verletzungen sozusagen, die man erkennen kann. Veränderungen dieser Art können nur in nekrotischen und diese Art von Veränderungen des Herzmuskelgewebes können nur vorkommen in einem Gewebe, das nicht nekrotisch ist, das noch nicht abgestorben ist, sondern nur in
Gewebe, sage ich, meine Güte, nur in lebendigem Gewebe. Und diese Verletzungen weisen die gleichen Anzeichen auf für die schnellen Spasmen des Herzmuskels kurz vor dem Stillstand, also in der Endphase, die dem Tod vorausgeht. Das heißt, hier liegt wirklich das Herzmuskelgewebe eines sterbenden Menschen vor. Ein weiterer Beweis dafür, dass es sich bei dem analysierten Material um Herzmuskelgewebe handelt, ist die Position des Zellkerns in den untersuchten Fasern, heißt es hier noch, die typisch für Herzmuskelfasern ist. Also die Position des Zellkerns. Auf einigen Fasern wurden Zeichen festgestellt, die identisch sind mit den Kontraktionsknoten. Es ist auch eigentlich ein Rätsel und nicht erklärbar, warum die Hostie sich nicht innerhalb von wenigen Tagen vollends aufgelöst hat. Umso verrückter, dass sich Herzmuskelgewebe gebildet hat und in einer untrennbaren Struktur mit der restlichen Hostie sich befindet. Die regelrechte Verschmelzung von Hostie und Herzmuskelgewebe ist unmöglich, so auch die Experten, denn die Materie der Hostie geht in das Herzmuskelgewebe gleichermaßen über. Das war natürlich alles so verrückt, was da eben zutage geführt worden ist, dass man gesagt hat, wir brauchen noch eine dritte Person, die das Ganze dann nochmal bestätigt, denn es kann doch nicht sein. Und so hat man dann als dritte Person Miroslav Rutski oder Ruki, ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht, hinzugezogen. Und er sagte, nachdem er das Ganze untersucht hat, als ich die ersten Fotos sah, hatte ich kein Problem damit, die Struktur der Hostie und das Muskelgewebe sowie die kleinen Blutgefäße, die mit ihm verhaftet sind, zu unterscheiden. Doch unter dem Elektronenmikroskop entstand ein anderer Eindruck. Fehlte diese klare Trennung zwischen Brotteig und Gewebe, schien das eine in das andere überzugehen. Diese völlig unterschiedlichen Stoffe waren zu einer erstaunlichen Struktur verschmolzen, die man nur als Brot, das zur gleichen Zeit menschliches Fleisch ist, beschreiben kann. Es ist völlig unmöglich, eine solche Fusion künstlich herbeizuführen. Hier sind zwei Professoren, die gezwungen sind, also die anderen zwei aus Bialystok, die gezwungen sind, sich einzugestehen, dass die Materie der Hostie auf mysteriöse Weise die Form und Natur menschlichen Herzmuskelgewebes angenommen hat. Zitat Ende. Und die Experten wiesen auch darauf hin, dass es eigentlich so ist, dass Herzmuskelgewebe nach längerer Zeit in Wasser sich strukturell verändert. In diesem Fall blieb es aber so, wie es war. Es wurde durch intrazelluläre Enzyme der Prozess der Autolyse, der Selbstauflösung erwartet. Aber er blieb aus. Interessant. Also auch hier haben wir wieder eine Probe, die ganze Zeit so wirkt, als wäre sie frisch entnommen, was aber nicht sein kann, weil sie ja eigentlich seit 2008 schon entnommen ist. Es gab immer wieder Skeptiker, die meinten, es gibt für alles eine wissenschaftliche Erklärung, aber die gibt es ja gerade nicht. Und so gab es eine Rationalistenvereinigung, die ohne jemals diese Untersuchungsergebnisse gesehen hat, damals einfach behauptet hat, dass es sich um einen Pilzbefall handele. Aber das ist natürlich ausgeschlossen worden. Also das war eine der ersten Dinge, die ausgeschlossen wurden. Also dieser Fall des Pilzbefalls. Und anscheinend setzten sich dann diese Menschen dann doch genauer damit auseinander, mit diesen Prüfungsergebnissen irgendwann, und mussten vor den Ergebnissen dann kapitulieren. Also es gab erstmal einen Skandal, dann haben sie sich doch damit auseinandergesetzt und dann mussten sie halt einsehen und ihre Aussagen revidieren. Dann gab es noch den Vorwurf der Leichenschändung bzw. des Mordes, denn dann hat man festgestellt, okay, das ist wirklich von Menschen, aber das bedeutet, dass da jemand irgendwie aus einer Leiche irgendwie was entnommen hat und dann schnell ausgetauscht hat oder so. Also man hat alle möglichen Thesen aufgestellt, woran das liegen könnte, um es eben zu rationalisieren, was eben nicht rationalisierbar ist. Das Problem ist, dafür gab es dann auch keine Behauptungen. Also man hat die Staatsanwaltschaft sogar eingeschaltet, die hat hier ermittelt und so, aber man hat eben keine Hinweise dafür gefunden und so wurde das Verfahren dann eingestellt. Abgesehen davon, dass es natürlich dann auch wiederum den Ergebnissen widersprechen würde, denn das ist ja keine Leiche, das ist nicht das Herzmuskelgewebe eines verstorbenen Menschen, sondern eines lebenden Menschen. Das ist kein nekrotisches Gewebe gewesen.
Von daher, auch hier müssten dann diese Leute erklären, warum Leichenschändung oder Mord. Ich möchte noch über ein Wunder sprechen, das sich in Finca Betania in Cuba abgespielt hat oder zugetragen hat. Ein Ort in Venezuela. Und dieses Wunder ist so beeindruckend, dass ich Ihnen das auch noch vorstellen möchte. Vor allem deshalb, weil es dazu ein Video gibt. Dieses Video möchte ich Ihnen auch zeigen. Es ist so, das ist ein Wunder, das geschehen ist, also auch während der Messe. Nicht so wie jetzt zum Beispiel in Sokolka oder so, sondern eher wie in Lanciano. Es ging hier um einen Pater, Pater Otti, der das Ereignis wie folgt beschrieb. Also er hatte die Messe gefeiert, nachdem er einen Teil der großen Hostie, die er in vier Teile geteilt hatte, zu sich genommen hatte, legte er die anderen Teile in den Teller zurück. Ich zitiere ihn direkt. Kurz danach richtete ich den Blick auf den kleinen Teller und traute meinen Augen nicht. Denn auf einem Stück der Hostie, die ich zerbrochen hatte, war ein roter Fleck, aus dem eine rote Substanz floss, ähnlich wie bei einer Wunde, aus der Blut fließt. Nach der Messe nahm ich die Hostie und brachte sie in die Sakristei, um sie hier sicher aufzubewahren. Am darauf folgenden Tag ging ich um 6 Uhr morgens in die Sakristei, um die Hostie zu sehen, und dabei stellte ich fest, dass aus ihr immer noch Blut floss, das kurz danach trocknete. Dennoch sieht das Blut auch heute noch wie frisch aus. Erstaunlich ist, dass das Blut nur aus einer Seite der Partikel floss, ohne die anderen eucharistischen Gestalten zu beflecken. Und als das eben mitten in der Messe geschah, waren Pilger anwesend, oder ja, und die haben das Ganze auch gesehen. Also die haben nämlich dann sichergestellt sofort, dass der Priester keine Wunden hatte, aus denen Blut also auf die Hostie hätte kommen können oder so. Das wurde also sofort ausgeschlossen. Und nachher hat man das Blut auch untersucht und dann festgestellt, das ist ein anderes Blut, das hat eine andere Blutgruppe etc. als der Priester. Man hat diese Bluthostie speziellen Untersuchungen unterzogen und deren Durchführung hat der damalige Bischof von Los Teques, Monsignore Pio Bello Ricardo, angeordnet. Die Ergebnisse haben dann bestätigt, dass es sich hierbei um menschliches Blut der Gruppe AB, Blutgruppe AB handelt. Man hat dann das Ganze noch weiter untersucht. Darauf möchte ich jetzt gar nicht so zu sprechen kommen, weil ich Ihnen schon zwei Berichte der anderen zwei Wunder vorgestellt habe. Aber ich möchte auf Folgendes hinweisen. Und zwar ist es so, dass man dann diese Hostie, diese Bluthostie, in einer Monstranz aufbewahrt, dass da eben die Pilger hinkommen können und davor beten können. Täglich, das ganze Jahr hindurch, zu jeder Tageszeit kann man ewige Anbetung halten in dieser Kapelle, wo diese Bluthostie ist. Und damals ist eben auch ein junger Mann, damals sage ich, in den 90er Jahren ein junger Mann dahin gekommen, der kam aus New Jersey und der hat in diesem Kloster der Augustinerinnen, wo diese ewige Anbetung gehalten wird, auch Anbetung gehalten. Und er sagt über das, was dann eben geschehen ist, Folgendes. Ich werde Ihnen gleich das Video auch einblenden. Am 12. November 1998 war ich mit einer Gebetsgruppe in Betania und wir wurden zu der Bluthostie von Betania in die Kapelle der Augustinerinnen von Los Teques gebracht. Unser geistlicher Leiter, Pater Massarella, zelebrierte die heilige Messe. Anschließend öffnete er den Tabernakel, in dem die Bluthostie aufbewahrt wurde. Mit großer Verwunderung sah ich die Hostie, die aussah, als ob sie in Flammen stünde, und in ihrer Mitte war ein schlagendes Herz, aus dem Blut floss. Ich sah dieses Bild etwa 30 Sekunden. Danach sah die Hostie wieder normal aus. Es ist mir gelungen, einen Teil dieses Wunders mit meiner Videokamera zu filmen. Und das ist noch mal eindrücklicher, das, was auch die anderen eucharistischen Wunder uns zeigen. Der Herr gibt uns sich in der Eucharistie, und zwar gibt er uns sein Herz, sein schlagendes Herz, was auch zeigt, das ist lebendig, das ist nicht irgendwie totes Gewebe, sondern der Herr lebt. Er ist ganz da in der Eucharistie.
Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich dieses Video anschaue. Das ist so schön, dass der Herr uns sowas schenkt und sowas sehen lässt. Das ist schon heftig und man denkt sich nur, womit habe ich das verdient? Ich danke dir, Herr, ich danke dir und ich. Deshalb möchte ich auch das auch hier in diesem Video einfach mal präsentieren, um Ihnen zu helfen, dass der Herr auch Ihnen entgegenkommen kann bei Ihren Zweifeln, was die Eucharistie anbelangt, aber auch, um es bekannter zu machen und wieder in Erinnerung zu rufen, falls Sie es schon kennen, aber vielleicht in der Zwischenzeit vergessen haben, dass es sowas gab. Und dass Sie dann auch diesen Link dazu haben, den Link können Sie unten in der Infobox auch anklicken. Dort, wenn ich in der Zwischenzeit noch weitere Links, interessante Links, hilfreiche Internetseiten gefunden habe, alles gesammelt unten in der Videobeschreibung, dass Sie das einfach auch verbreiten können. Dass Sie das jederzeit sich anschauen können. Besonders in Zeiten des Zweifels und der Mutlosigkeit, der Traurigkeit. Es tröstet uns ja auch zu wissen, der Herr ist da und sein Herz schlägt ganz vital. Das war's mit dem Video. Ich habe Ihnen drei besonders interessante, gut dokumentierte eucharistische Wunder vorgestellt. Bin gespannt, was Sie davon halten und möchte Ihnen einfach ans Herz legen, das Video mit Ihren Freunden und Bekannten zu teilen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute, Gottes reichen Segen. Seien Sie behütet und beschützt. Machen Sie es gut.